Ich weiß. Jetzt kann ich wenigstens die schlimmsten Ideen kontern. Darum habe ich den Posten angenommen. Und wegen ihm. Wegen mir? Als ich das Angebot bekam, habe ich mich gefragt, was Sie tun würden. Sie würden die Chance nutzen, etwas zu verbessern. Das klingt wahrscheinlich dumm. Aber ich kann so etwas nicht besonders gut. Alles in Ordnung, Tali. Und danke. Ich muss zurück, bevor die Admirals wieder Probleme kriegen. Wir reden später weiter. Okay. Also haben wir mit der gesprochen und die ist offensichtlich ziemlich verzweifelt gewesen. Dann machen wir jetzt mal die Mission und helfen denen. Ach so, wir müssen wahrscheinlich zum Massenportal. Ja. Perseusnebel. Okay, jetzt sind hier so drei Teile. Einmal Geth-Trümmerfeld. Und die Migrantenflotte besteht aus 50.000 Schiffen mit über 17 Millionen Quarianern und ist damit die größte Ansammlung von Raumschiffen in der bekannten Galaxie. Es zeugt vom strategischen Geschick der Quarianer, dass diese Zahl in den Schlachten der letzten Zeit nicht nennenswert gesunken ist. Die Flotte befindet sich jetzt auf der anderen Seite der Sonne von Ranoch, um ihr Vorgehen vor den Geth zu verbergen. Okay. Und hier müssen wir das Teil ausschalten. Das dicke Dings. Ja, die nehmen wir eh mit. Was bringen die anderen? Kraftschaden und Aufladetempo der Kräfte. Hier. Das sieht auch cooler aus, glaube ich. Ja. Dann war der dabei letztes Mal. Komm hier, James. Der hat wenigstens Feuerkraft. Ja, nee, ich will keine Schrottflinte, ja. Das wollte ich auf jeden Fall sagen. Denn ich mag Schrottflinten nicht. Okay. Tali. Ja, haben wir nicht eine andere Waffe hier? Was Cooles. Das macht mehr Schaden. Eigentlich macht alles hin, du kommst die Tailen. Durchschlagsmod. Und Schaden. Oh, eine Schrotflinte. Interessant. Nee. Die macht auch ordentlich Schaden. Das bekommst du. Das ist besser, glaube ich. Ja. Präzision braucht doch keiner. Ups, verklickt. Und du? Na. Ist nicht das Teil? Nee. Obwohl. Aber der hat ja eine Sturmgewehr für Präzision, also passt das schon. Nee, nee, ist schon okay so. Meine Waffen sind auch okay. Obwohl ich auch eigentlich mal was anderes mitnehmen könnte, oder? Aber nee. Aha. Die ist also zu schwer, oder was? Gibt's nicht irgendwie so... Gab's nicht solche Leichtmaterialien, dass die leichter wird? Naja. Egal. Passt schon. So, jetzt sind wir wieder hier und müssen gucken, was ich aufrüsten will. Aber da wir gegen kämpfen, nicht mal das hier. Mehr Kopfschussschaden, das ist schon nicht schlecht. James bekommt dann... Was bekommt er hier? Hier, Gruppen mit dir, das ist gut. Dann habe ich auch mehr Schilde. Alter, oh Gott, da habe ich so viele Punkte zu verteilen.
bringt das Aufladetempo der Kräfte, Schilde, Barrieren und Gesundheit. Holographische Drohne. Gut. Also das hier auf jeden Fall, das hier. Was macht das hier? Okay, also erstmal diese drei. Die anderen, die Drohnen, sind glaube ich nicht so der Burner. Gesundheit und Schild, Aufladetempo, Gesundheit und Schild. Ich wette, die hat nicht so viel Schild. Da. Drohnen. Ja, vielleicht gehen wir doch auf Drohnen, komm. Aber auf jeden Fall Sabotage. Nee. Das reicht erstmal. Dann machen wir hier mal Kampfdrohne. Was wir brauchen, schon eine Abwehrdrohne. Eine gewaltige Explosion auslöst, die bei allen Zielen im Umkreis Schaden. Ich glaube, nein. So einfach Damage machen. Okay, das könnte vielleicht. Ja. Jetzt machen wir mal die Abwehrdrohne doch. Ein bisschen wenigstens. So, bis hier und dann machen wir den Rest hier rein. Was war überhaupt dieser Energieentzug? Verursacht Schaden und entzieht. Komm, hier mehr Radius. Damit sind wir alle durch. Nähern uns dem Heimatsystem der Quarianer. Ankunft auf Runoff in 5 Minuten. Was sagen die Kommwagen? Dass die Kacke übelst am Dampfen ist, Commander. Ich registriere mehrere hundert einzelne Schiffssignaturen. Aktiver Kampfhandlung. Habe ich doch gesagt. Bringen Sie uns rein. Ich hätte meine Panzerung ändern sollen. Ich bin so ein Idiot. Das System aktiviert. Wir decken uns nur, wenn wir alle anfangen, die russische Nationalhymne zu singen. Ich finde sie witzig. Alle Röhren außer einer sind physikalisch gesichert. Ich sehe die freie, allerdings ziemlich mitgenommen. Zu riskant für das ganze Team. Ich sichere den Dockbereich. Dann folgt mir der Rest. Verstanden, Commander. Wir bleiben hier. Sie wissen schon. Mucksmäuschen still. Augenblick. Dauert nur eine Minute. Okay. Ich hätte hier drüber springen. Nee. Ah, das dreht sich mit. Also. Ach ja, es gibt ja keine Schwerkraft, genau. Ich bin ja im Weltraum, also kann ich hier rum. V. Kein Wunder, dass die Quarianer Probleme hatten. Ich sehe nichts. Es ist 30% größer als ein Allianzschlachtschiff. Komm schon, mach das Licht weg. Ach komm, egal. Ich mache einfach weiter. Tali, Sie werden die Aussicht lieben. Besser als ein Video. Viel besser. Ja, jetzt laufe ich hier und weiß nicht, was ich sagen soll. In irgendeiner komischen Röhre. Kann ich dagegen laufen? Nee. Ach, lauf doch.
kann man so hier sehen durch... Die Schwerelosigkeit ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das Schlachtschiff hat künstliche Gravitation. Sobald sie an Bord sind, gibt es das Problem nicht mehr. Bis dahin muss es eben in den Magnetstiefeln gehen. Hey, lassen Sie sich Zeit, Commander. Das wird es erst, wenn die aus dem Fenster schauen. Geth benutzen keine Fenster, wissen Sie noch? Strukturschwäche. Die Geth sitzen jetzt da und sagen sich, nur mit keine Fenster ziehen diese organischen Wesen kein zweites Mal durch. Oh, ich bin da. Der Rest des Teams muss sich wohl eine andere Andockröhre besorgen. Sie wollen die Sache mit dem Schlachtschiff also nicht alleine durchziehen? Nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Tali soll sich die Pläne des Schlachtschiffs ansehen. Wenn sie mir den Weg zu einer anderen Andockröhre zeigt, übernehme ich die Steuerung und bringe das Team an Bord. Es gibt wieder Gravitation. Sehr gut, ich suche gerade... Hab's gefunden. In der Nähe ihrer Position müsste es einen Schaden in der Höhle geben. Die nächstgelegene unbeschädigte Andockröhre ist auf der anderen Seite. Ich glaube, ich habe die beschädigte Hülle gefunden, die Sie erwähnt haben. Admiral Gareth hat es mit einem Frontalangriff versucht. Wir haben 6 Fregatten verloren. Das kleine Loch ist der einzige Schaden, den wir anrichten. Also klein würde ich es nicht nennen. Hätten Sie es anders gemacht? Nein, er war einfach zu aggressiv. Ich habe dagegen argumentiert, aber als Admiral der schweren Flotte war es letztlich seine Entscheidung. Und die anderen Admirals? Sam hat die Invasion unterstützt, weil sie ihr Spielzeug ausprobieren wollte. Rahn hat die Nachschub besorgt, der Rest. Nur Corus war mit mir gegen den Krieg. Er hatte recht. Wir könnten die gesamte Flotte verlieren, Shepard. Wir holen Ihre Leute sicher hier raus. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Danke. Das sieht hier gut aus, eine Leiter. Oh, und da kann man in den Weltraum gucken. Das ist bestimmt gesund für das Schlachtschiff. Da sollte ich, glaube ich, nicht hin. Wow. Da habe ich gerade gedacht, jetzt kommen Geth und überrollen mich. Denn ich bin ja jetzt alleine, ohne irgendwelche Unterstützung, zumindest fürs Erste. Und ich merke gerade, hier ist Slot. Ich habe eine weitere Luftschleuse gefunden. Ich denke, es kann losgehen. Ausgezeichnet. Wenn Sie die Steuerung übernehmen, können wir sofort kommen. Slot 4. Leer so links oben hier. Quick-Menü. Blub. Ist nicht belegt. Warum nicht? Stase. Ja. Tue ich das mal dahin. Andocksteuerung. Dann tue ich das mal. Verstanden. Sie können an Bord gehen. Ärger, Commander? Alles ruhig bisher, sie haben uns noch nicht entdeckt. Mal sehen, ob ich die aufkriege. Bis dahin sollten Sie sich das mal ansehen. Da, sie ist offen. Wir können gehen. Bogenpistole? Cool. Pack ich die mal ein. Hat Admiral Zenith. Zenith bei Kontakt einen Energieimpuls aus, der Schilde und synthetische Wesen stört. Gleich mal ausprobieren. Wir suchen nach einer Kommandozentrale. Von dort aus kann ich das Befehlssignal der Rüfer deaktivieren. Wo ist die nächste? An ihrem Verteidigungsnetzwerk vorbei und durch ein Sensorcluster. Das ist ihr Guardian-System. Sie verwenden Ultraviolettfrequenzen statt. In der Kollektorenbasis haben Sie das doch auch gut hinbekommen. Ich wurde in Brand, als die Flotte das schlacht.
Los zur Kommandozentrale, bevor sie noch naja, also irgendwie war ein Teil der Konversation gerade abgeschnitten. Das ist ja behindert. Naja. Brückensteuerung. Kann ich gleich mal die Bogenpistole ausprobieren? Ja, und die mit ihrer Schrot sind auf 2 Kilometer Distanz. Halleluja. Alter, die schießt richtig. Da kann man richtig geil triggern. So. Scheiße. Easy. Okay, ich nehme gleich mal wieder den Sniper. Es geht mir irgendwie zu langsam. Und ich sterbe zu viel. Hier ist nix. Hier auch nicht. Ja, warte doch mal da hinten. Und diese Munition muss ich mal drauf machen hier. Mach, danke. Nachladen. Aber das war's jedenfalls fürs Erste. Ist da Blut? Nein, sah gerade so aus. Ich habe schon gedacht, die bluten. Können wir hier auch noch was einpacken? Nee. Okay, dann weiter. Headshot. Boah, die macht One-Shot. Geil. Auch bei diesen Mitschillen. Das ist ja richtig awesome. Okay, ja, ich suche jetzt hier alles ab, weil vielleicht finden wir da irgendwie. Lol. Warte kurz. Oh, der ist schon down. Scheint ja nicht so der Boss zu sein. Lol. Okay, ich bin Noob. Eine Mine. Hammergeil. Ich sehe es kommen, ich werde in 20 weitere... Ist das eine Mine? 20 weitere reinrennen. Ja, das war eine Mine. Hier ist auch nichts, ne. Jetzt muss ich extra auf den Boden gucken, um nach diesen Minen zu suchen. Okay, da sind keine mehr. Und hier könnten auch noch welche sein. Sehen Sie, das Signal geht an sämtliche Geth-Prozesse. Die Reaper haben sie vollständig unter Kontrolle. Wir haben versucht, es zu unterbrechen, zu hacken und es mit Schrottdaten fehlerhaft zu machen. Nichts davon hat funktioniert. Ja, bist du jetzt nice darüber gesprungen. Wie läuft die Schlacht? Wir haben schwere Verluste. Die Geth verfügen über eine planetare Verteidigungskanone. Sie zerstört unsere Flotte. Können wir ihnen irgendwie helfen? Nur dafür sorgen, dass ihr Opfer nicht umsonst war. I want to snipe somebody. Warum müssen wir die Kommandozentrale finden? Reicht nicht auch jede Zugriffskonsole? Nein. Jede Aktion hier könnten wir jetzt kontern. Zu viele Fehler. Das Teil scheint nicht schlecht zu sein. Könnte ich mal dem hier mitgeben. Oh, keine Aufsätze. Hammergeil. Die Kommandozentrale des Schiffs ist da vorne. Gut, wir kappen das Reaper-Signal und bringen die Flotte hier raus. Ah. Da war ein Unsichtbarer. Da war ein Sichtbarer. Hier, erstmal den hier. Warte, ich habe doch hier irgendwie... welche Taste? 3 oder sowas?